Genau. Was aber wieder. Schön, die Bremse noch reinknüllen. Wunderbar. Was? Ach, ich will mal auf den Kuh schalten. Ich will über den Schaltwischer ausschalten. Kassel, Bad Wilhelmshöhe. Hat die Pegida recht. Ja, in einem Punkt. Politiker sind voll Hongs. Aber die Verpackung, in dem sie das einpacken, die ist nicht gut. Das, was sie dann am Schluss genommen haben, wo sie demonstrieren, für die Islamisierung oder gegen die Islamisierung. Das ist ja. Das ist der springende Punkt. Also ausländerfeindlich, kann man sagen. Das hat mit Patriotismus nichts mehr zu tun. Das ist ausländerfeindlich. Deutsche stolz darauf ist, was er geleistet hat, indem er mit Rechtsradikalen, mit Nazis, mit Lutz Bachmann auf die Straße gegangen ist und demonstriert hat. Ich weiß es nicht.
würde mal sagen, Satz mit X war wohl nichts. Das ging in die Hose, nach hinten los. Auf der einen Seite die Pegida, auf der anderen Seite Schauspieler, Künstler, Sänger, normale Leute, Köln, Aachen, Darmstadt, Mannheim oder Göttingen. Und auf die Straße gange immer mehr als auf der anderen Seite, auf Pegida. Wenn solche Leute in Dresden und in Leipzig sehen, dann würde ich vorschlagen, wir bauen die Mauer nochmal neu auf. Wir machen sie diesmal ein bisschen höher. Sorry für alle Ostdeutschen da drüben, die gegen Pegida sind, aber ihr werdet alle in einen Topf geworfen. Da sieht es euch leider nicht an der Nasenspitze an, ob ihr für oder gegen Pegida seid. Das ist einfach so. Die Leipziger, die Dresdner. Das ist schade. Sehr schade. Dass wir mit solchen Leuten in einen Topf geworfen werden. Motorradfahrer zum Beispiel. Schönes Beispiel. Der mit 200 durch die Ortschaft fährt. Die Motorradfahrer. Die mit 200 durch die Ortschaft rauschen. Es ist nicht nur einer, es sind alle. Heißt es dann. Es sind aber nicht alle, es ist einer. Es sind 5.000, es sind 10.000, es sind nicht 100.000, es sind nur 10.000, 20.000. Die restlichen 80.000 sind normal geblieben. Aber trotzdem wird er in einen Topf geworfen. Tja. So wie meine drei Ossis, die in Erfurt standen und sich unterhalten haben über die scheiß Wessis. Du kommst als Wessi dazu und fängst dann erstmal bayerisch, ja, bei uns in Bayern ist das auch nicht so. Ne? Also, da steht ein Wessi nebendran, hört zu, grinst sich eins über beide Ohren und dann fängt er an, bayerisch zu reden. Da waren die drei Ossis da gestanden. Oh, what the fuck? Ja. Ossi, Wessi. Wolfhagen, Korbach, Zierenberg. Niedersee.
runtergefahren. Zur Bundeswehr. Wolfhagen. Die Wölfe. War toll. Bei der Bundeswehr. Ich habe dann nette Freunde kennengelernt. Den Hauptfeldwebel zum Beispiel. Schöne Schanden! War mir direkt ins Ohr. Naja. Immer wenn er losgedrellert hat, war ich für ein paar Minuten taub. Wo ich nachher gefragt habe, geht es ja noch ein bisschen lauter. Naja. Das soll doch bitte jemand anders in die Ohren schreien. Das ist bei der Bundeswehr nochmal so. Das ist ein Verein von Schwerhörigen. Da musst du dich hinstellen als der Oberschwerhörige mit Megafon den Leuten einen Meter vor, also einen Meter Abstand mit Megafon hier einen vordrellern. Da kommt Freude auf, sag ich euch. Was meint ihr, wie schnell an der Decke seid und euch festkrallt? Dann kriegt ihr Gipsplatten. So schnell könnt ihr nicht mal Amen sagen. Hängt da oben an der Decke. Wenn der Stupfz ruft, dann springt er allesamt zum Fenster raus. Nur dass er erster seid unten zum Appell. Garantiere ich euch. Bundeswehr. Es gewittert, es blitzt. Wohlverbot. Bis ich hinkomme, ist er schon längst auf der Bahn, dann überhole ich. Vorhin Kamera in Kamerasystem machen, also zwei Webcam anschließen, aber kannst du kriegen. Ich habe auch zwei Kameras dabei, aber vorhin im Testlauf eine Kamera schwarz, keine Chance. Sonst hätte ich unten rechts, da wo es so schön dunkel ist, die andere die Rückfahrkamera angeschlossen, also hier oben am Spiegel festgemacht. Dass man den Verkehr von hinten sieht. Nach hinten. So wie ich im Spiegel. Ne? Ja. Aber leider. Hat nicht sollen sein. Wollte nicht. Deswegen habe ich ja die 3 Meter Kabel mitgenommen. Whatever.
Parkplatz. Nur noch tanken. Aha. Alles klar. Rastanlagenumbau. Ach so, deswegen. Das wird aber nicht nass, ne? Nee, packen wir es hier nicht. Also wenn das Ding hier nicht voll ist, dann fresse ich aber Besele. Oh, da komme ich auf die Bahn. Raus, komm. Hopp, raus. Kein Problem. Mir egal, was der Kollege hinter mir sagt. Ich habe zwei PKWs, die gerade an mir vorbeischießen. Auf der rechten Seite kommt der Kollege, zieht raus. Meiner EZ. Ich sag's gerade noch. Ich hab doch keine Pichu gemacht. Ich hab wieder kein Gas gehabt. Ah. Aua. Dieses Knacken, das ist hier Kickdown. Das ist Bodenblech. Auf Deutsch. Was habe ich gemeint? Oh, die Scheibe ist nass. Kriegen wir's? Nee, das geht. Wir müssen warten, bis es richtig nass ist. Dann können wir nochmal wischen. Dann ist der. Wenn er zu viel wischt, dann trocknet es auf der Scheibe. Dann hast du so einen richtig schönen grauen Schleier auf der Scheibe. Richtig schön. Und dann regnet es, dann nieselt es, bilden sich Tropfen. Dann kann das weg. Oder schmier rein auf der Scheibe. Schöne Flecken. Sieht aus wie hinge. Naja, lass mir lieber. Na? 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 Natürlich auch raus auf die, wisst ihr, ne? Der Blinker ist dazu da, um den Richtungswechsel anzuzeigen. Den Fahrspurwechsel, kann man auch sagen. Richtungswechsel, ich möchte jetzt die Richtung wechseln, statt geradeaus nach rechts, nach links. Oder die Fahrbahn. Aber der Hintermann Bescheid weiß, der möchte gerne so ungefähr. 21 Uhr. Noch 2,5 Stunden, bis der Kollege da ist. Wenn es reicht. Und er kommt nicht vorbei. Das ist ja das Schöne. Zufall, wenn er mal ankommt. Ne? Zufall, wenn er vorbeikommt, muss man fast schon sagen. Ja, der Vordermann gibt Gas. Auf meiner Spur. Fährt er wieder runter. Der Parkplatz liegt von. Kannst du davon ausgehen, da oben ist auch dicht. So, das ist die Frage. Ach so, die Liste sehen. Das waren Pole.
immer rausgelassen haben. So, das ist natürlich jetzt eine tolle Frage. Ich will aber nicht. Warte mal, wir machen was anderes. Pass auf. Ich mach das anders. Ich fahr nicht auf den Autohof. Ich muss ausholen, weil ich habe die Insel hier. Rechts neben mir. Da fahre ich nicht rein. Aus einem ganz einfachen Grund. Auf dem Autohof kostet es Geld. Kohle, Money. Ich möchte nicht unbedingt mit dem jetzt quatschen und ihm sagen, pass mal auf und so. Ne? Ich tausche hier nur Auflieger bzw. Zugmaschine samt Auflieger mit dem Kollegen. Habe ich echt keinen Bock drauf. Da kannst du sauber noch knicken. Ja, da geht eine Lampe mit. Läppchen geht nicht. Oder was? Wie geht's denn so? Ja, Rebbe. Der da mit seinem Auto. Get it. Die stehen hier wirklich kreuz und quer drin. Ist da noch Plätzchen frei? Nein, das ist Grünzeug. Stunden dürfen wir dann etwas mehr wie 2 Stunden, 2:48 haben wir. Ja. Keine Wendemöglichkeit. Sich auf den Hof stellen, ist auch keine gute Idee. Nee. Die reißt nicht in kleine handliche Fetzen. Wenn du da versuchst, du hast keine Anlieferung. Wenn du keine Anlieferung hast, lass dir das ja nicht einfallen. Die kommen mit Fackeln und Mistgabeln und jagen dich vom Hof. Garantiert. Das ist auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Also so wahr wie ich hier, so wahr wie es die Arche gibt. Leider. Braunsberg. Halt aus. Schäbe Lagertech. Aber da kannst du auch nicht reinfahren. Kannst du knicken. Stehen sie für alle.
drin. Autohof. Ich muss mal gucken, wann hier der nächste Bus kommt. Wann der Bus kommt, wenn hier kein Bus kommt, also sprich 21.05 Uhr, bis ab 21.05 Uhr, wenn da nichts mehr draufsteht, dann können wir hier stehen bleiben. Bis gleich.